heute begrüßen wir Sie mit etwas ganz Besonderem, nämlich unserem Glanzstück. Wir haben es uns schon mal eingeschenkt. Wow, goldgelb, unser Glanzstück. Zum Wohl. Zum Wohl. Wohl sein. Das Glanzstück ist Jahrgang 2015. Riesling. Genau. Lage Bertheimer Geiersberg, oder? Kommen wir wieder zu unserer Top-Lage in Bestheim. Hier ernten wir die besten Riesling-Trauben, unserer Meinung nach. Und diese Trauben, der Name Glanzstück, steht da ganz klar im Vordergrund. Das ist ein Wein, den es nicht alle Tage gibt oder nicht jedes Jahr gibt, sondern das sind nur ganz bestimmte, von uns ausgesuchte Partien, wo man sagen, das ist total außergewöhnlich. Das hebt sich einfach nochmal von den anderen Premium-Riesling, die wir so in dem Programm haben, nochmal ab. Und das ist ganz speziell ausgewählt. Das fängt an bei der Traubenselektierung. Man sieht es hier im Glas, goldgelbe Riesling-Trauben, 100% gesundes Traubenmaterial, dass man ganz gezielt super Rieslingstruktur haben, ohne Ecken und Kanten, einfach nochmal dem Ganzen eins draufsetzen. Ja. Glanzstück kann man dazu sagen, 2011 war unser letztes oder vorheriges Glanzstück, das war auch somit das erste aus der Lage Bestheimer Hasensprung in Weißburgunder. Da war es aus dem Holzfass, glaube ich, gell? Der war zu 100% aus dem Holzfass. Und das war damals einfach so eine Wucht, wo wir gesagt haben, der Wein, der muss extra abgefüllt werden, extra ausgebaut werden. Der hat es verdient, in eine eigene Flasche mit einem neuen Label zu kommen, um zu zeigen, das ist unser Baby, das ist das, was wir nicht besser machen können. In Verbundenheit mit der Natur natürlich. Natürlich, ja. 2015 ist es. Klingt nach altem Wein? 2015 war ein toller Weinjahrgang und gerade wo wir hier in Geiersberg wieder sind, das ist halt die Rieslinglage für uns schlechthin. Das ist sehr optimal und dieser Aufwand, was wir für diesen Wein betrieben haben, haben wir mit noch keinem Wein betrieben. Mhm. Und das ist das Sensationelle, wie Christoph gesagt hat, nur goldgelbe Früchte, der ist wie eine Beerenauslese geerntet worden und alles, was grün ist, ist selektiert worden und so schonend ausgebaut, wie wir das nur so können. Und das ist unser Glanzstück. Ja. Aber auch irgendwo Geschenk, oder? Man kann sein Bestes tun, aber es ist nicht jeder Jahrgang, wo einen ein Glanzstück bietet. Also es ist schon irgendwo was Besonderes und eben 2015 dieser Riesling. Hat es wieder mal geschafft. Ja, hat es wieder mal geschafft und da muss man klipp und klar sagen, dass das auch wirklich so gehandhabt wird, dass das nicht irgendwie, dass es da darum geht, immer irgendwas als Glanzstück einfach mal so abzufüllen, sondern das sind Weine, die kannst du 30 bis 40 Jahre in den Keller legen und dementsprechend verändert sich natürlich auch so ein Wein. Viele oder, sagen, es ist Vieren oder sonst was. Das ist für uns bei so einem Wein eigentlich ein Fremdwort, weil wenn man sich so einen Wein zulegt, dann sollte man sich auch Gedanken darüber machen, mal vielleicht auch ein paar Jahre wegzulegen, um einfach auch mal die Verkörperung, wie sich so ein Wein verändert, mitzunehmen. Das heißt, er verändert sich in seiner Art, die Säure verändert sich, das Geschmacksbild verändert sich. Also von am Anfang eher ein bisschen verschlossen und kräftig zu dann immer runder, immer feiner und die Aromatik, wie verändert sich die? Ja, das geht einfach, wir haben ja hier schon reife Früchte, das setzt sich dann auch irgendwo, es ist eigentlich eine angenehme Reife, es hat nichts jetzt irgendwie mit alt oder sonst irgendwas zu tun. Wenn ich natürlich jetzt frische einfach irgendwie verlange, dann sollte man von so einem Wein einfach irgendwo Abstand nehmen, weil das ist nicht von uns gewollt.
Das hat nichts mit jungen Frisch zu tun, das sind einfach Weine, die man lagern kann. Wir haben da ganz große Liebe dran an gereiften Weinen. Und somit gibt es da eigentlich am allerwenigsten von allen Weinen zu erzählen, weil das eigentlich der Wein zeigt es von seiner Art und Vielfalt im Glas. Und ja. Die Frucht und die Säure kompensieren sich durch die lange Reife und das gibt ein ganz tolles Geschmacksbild wieder. Der Wein wird ölig oder wirkt ölig. Das ist so das Tüpfelchen, was wir eigentlich auch im Glas haben. Einfach auch ausdrucksstark. Ja, das ist sehr ausdrucksstark, was anderes wie so ein Weinchen. Ne? Das hat schon Kraft. Und das hat schon Kraft und ist tatsächlich nochmal, steht einfach nochmal oben drüber, wenn wir überlegen, das ist ein 2015er Jahrgang. Und der steht noch im Glas wie eine Eins. Ja, also das hat nichts mit Reif oder. Der tapeziert den Mund. Natürlich auch wieder für mich so ganz exotisch. Da findet man auch mal so einen Hauch Passionsfrucht sogar mit drin. Ja, das ist schon speziell für Riesling und finde ich wirklich auch außergewöhnlich. Vielleicht auch ein passendes Geschenk für einen Weinliebhaber, für einen Riesling-Liebhaber. Also da, glaube ich, können wir schon mit etwas Besonderem aufwarten. Natürlich schlägt sich das auch irgendwo im Preis nieder, aber erstmal nicht erschrecken lassen, sondern einfach die Wertigkeit und ein Naturprodukt von außergewöhnlicher Qualität halt auch mal dem entgegenzusetzen und mal probieren, was daraus werden kann. Ja. Zum Thema Verpackung. Der Wein hat eine speziell angefertigte Box, mal so rumdrehen, dass man auch was sieht, die passend zum Etikett gestaltet wurde. Denn Wein gibt es auch nur in dieser Verpackungsreinheit. In dieser Verpackung findet man noch eine Expertise. Das ist was auch in gewisser Weise limitiert ist. Ja, da gibt es ja nicht viele oder ewig viele Flaschen davon. Schon was Rares, was man sich, du sagst, weglegen und aufkalten für besondere Momente. Halt, wann willst du sowas trinken? Das muss ja auch getrunken werden. Es gibt tolle Momente im Leben und die soll man nicht nach hinten schieben, sondern da soll man so ein Glasstück holen. Absolut, ja. Absolut recht zum Wohl. Ja. Auch essenstechnisch, ja, ich finde die Fruchtigkeit soll man vielleicht herausarbeiten. Spontan fällt mir ein Kalbsleber mit glasierten Marillen oder sowas, wo auch vielleicht die Frucht ins Gericht wieder einbezogen wird, könnte ich mir gut vorstellen. Du hast vollkommen recht, die besonderen Momente einfach. Auch zum besonderen Essen, das kann sich jeder ausmalen. Und wenn man so einen Wein im Glas hat, der passt zu allem. Ganz genau. Und ich denke auch, so wie wir hier sitzen, haben wir es geschafft, eigentlich einen Wein auf die Flasche zu bekommen, wo jedermann begeistert. Also wir haben schon unterschiedliche Ansichten des Geschmacks, ist ja auch gut so. Aber hier haben wir einen Wein, der einfach außergewöhnlich ist in seiner Art und Weise und der über allem anderen steht. Ne? Also wenn wir was zu feiern haben, ist ein kleines Stück mit dabei, das stimmt.